Wir schauen uns heute 4 unserer alten Minecraft-Serverwelten an und schauen, was wir damit so für Scheiße gebaut haben. Viel Spaß! Vielleicht kann man sich hier schon denken, wo ich denn jetzt gerade stehe. Und wenn man auch so ein bisschen die ganzen Minecraft-Server-Historie im Kopf hat von der Minecraft-Playlist, dann weiß man auch, was als erstes dran kam. Richtig, der Skyblock Randomizer Server, sage ich jetzt mal. Wo wir hier zusammen immer random Blöcke bekommen haben. Jede, weiß ich wie lange. Ich glaube, das funktioniert sogar jetzt gar nicht mehr weil dieses Server-Pack, glaube ich, nicht drin ist. Und wieso zur Hölle? Ich habe kein Essen. Ja, zwar haben wir am Ende alles in die Luft gesprengt, aber natürlich habe ich ein Backup gemacht, so wie sie es gehört. Wir hatten hier sehr viel Stuff und wir hatten einige witzige Momente. vor allem der Anfang war sehr, sehr wild. Und wir haben hier aus irgendeinem Grund, Alter, die ganze Zeit irgendwelche Kristalle hingeplaced. Wir hatten hier unseren ganz geilen Tour... Hilfe. Ich weiß noch genau, unsere 3 Spawnpunkte. Ich stand hier drauf. Die anderen beiden standen hier. Logischerweise bei den anderen Kristallen, weil da der Bedrock ist. Und hier haben wir unseren wilden Turm gebaut. Unseren chaotischen Turm. Was sind hier für Schilder? Das ist unsere Insel. Komplett verschrieben. Hier auf dem Schild steht einfach nur toll. Hier müsste, glaube ich, auch noch was stehen. Turm von uns, so geil. Ja, yeah, toller Turm. Der muss vielleicht mal weg. Und hier einfach drum. Er sah schon ganz fesch aus. Muss ich sagen. Und da gab es natürlich unseren geilen Mini-Zoo. Und die eine Half-Step, die aus irgendeinem Grund ewig braucht zum Abbauen. Außer man baut sie mit einer Spitzhacke ab. Oh. Petrified Oak Slab, keine Ahnung, dass es die überhaupt gibt. What the fuck. Tja, und unser Nether-Portal, wo wir dann bemerkt haben, wir können das Game gar nicht durchspielen. Weil einfach alles buggy ist. Auf jeden Fall war es eines der witzigsten Projekte auf jeden Fall. Vor allem die ersten Momente. Tja, und wir haben hier legit so viel Müll rumstehen, also, dass wir überhaupt so lange hier durchgehalten haben, keine Ahnung, Mann. Das war schon wild. Tja, dann würde ich sagen, keine Ahnung, schauen wir in die nächste Welt, wuhu. Ja, und, wer aufgepasst hat, weiß bestimmt, dass, das nächste Projekt nach dem Minecraft Skyblock Randomizer ein riesengroßes 1.18 Caves and Cliffs Update Server Projekt war. Ich weiß nicht, Hilfe, wie viel davon letztendlich auf YouTube gelandet ist, aber vielleicht erinnern sich noch einige. Hier war sogar auch Junosch schon erstmals dabei. Ich hatte hier eine riesengroße Schweinefarm. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es so viele waren. Ganz viele Hühner auch, weil ich glaube, ich habe mich hauptsächlich von Kürbiskuchen ernährt, wenn ich mir das hier so anschaue. Bäume hatte ich hier noch eingepflanzt, Kakaobohnen aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich die eigentlich nicht genutzt habe. Hier war ein kleines Feld. Ich wollte hier einfach so ein bisschen natürlich Sachen bauen, aber ich bin gar nicht mehr so weit gekommen zum Bauen. ich mir das aber so anschaue, ich hatte eigentlich ganz gutes Zeug hier. Nur Thorns. Er hat nirgends Thorns gehabt. Schmutz. Hier einen kleinen Teich gehabt. Ein Wasserfall. Es hat schon Spaß gemacht, so zu bauen. Natürlich habe ich noch The Real Schlong einfach als Schwert. Banjos Bannhammer. Bennis Bum Bum. Hitzspacke. Die Schaufel genannt. Göffel. Perfekt. Das war aber tatsächlich nicht alles, denn ich war natürlich nicht alleine. Ich muss nur gucken, ob ich denn... Na, hier wollte ich Bienen hinbauen noch. Das weiß ich noch alles ganz genau. Und ganz am Anfang hatte ich hier meine erste Base. Gab es denn der 1.18 ein Höhlen-Update? Alter Leon, Junge! Alter! Banyos besondere bombastische Bude. Okay, die Welt lädt nicht. Ja, doch. Darüber reden wir nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn man über den Berg geht, wo ich bin, dann müssten hier oben zumindest auf dem Berg jemand sein. Unten drunter. Wir haben hier nämlich sehr viel Stuff. Hier ein Haus mit, hier ist der Nether-Eingang. Hier müsste, glaube ich, der Aufzug sein. Wir hatten das nochmal funktioniert. Genau so. Oh yeah. So. Hier ging es dann. Okay, in 2 Richtungen. Fragst du, welche fahren wir als erstes? Muss ich hier nicht mit dem scheiß Boot fahren? Muss ich hier den hier machen? Okay, ich fliege jetzt einfach durch, weil ich nicht im Survival bin. Bonk, bonk, bonk. Another one bites the dust. Da kommen wir hier raus. Hier nicht einfach so abernten. Mit einer miesen Villager-Farm. Kleiner Kaktus. Shit. Und ich weiß so ganz genau, hier habe ich irgendwo mal einen Villager vergraben. Ey, ich glaube, das war einfach die Stelle hier. Und der war dann irgendwann weg. Ich glaube, das war ein Traveling Merchant, die da einfach despawnen.
Chrysos Außenposten. Chryso. Ja, perfekt. Hier, dahinter dem Berg bin ich. Links hiervon waren auch noch ein paar andere Dudes. Unter anderem, es lädt gerade alles sehr schön. Yo, was ist das denn? Okay, okay. Hier waren noch ein paar Häuser. Da unten ist scheinbar auch noch ein bisschen was. Wir können einfach mal den hier machen. Wilder Weg, wilder Weg. Ah ja, genau. Hier ist der andere Ausgang. Hier ist, keine Ahnung, not bad, not bad. Sieht aus wie so eine kleine Burg im Turm hier, der irgendwie nie fertig geworden ist scheinbar. Schade. Wildes Ding auch hier. Vielleicht hat man es gerade schon gesehen, aber gleich wird uns was Riesiges erwarten auf dem Berg. Okay, Kuhweide. Gut, gehen wir wieder zurück. Um natürlich das riesengroße Gebäude von Snens zu begutachten. Es baut sich gerade schon langsam auf. Kann man schon seine ganze Base gefühlt sehen. Und da ist es. Und da ist noch mehr. Und keiner weiß, was das hier für eine Schachfigur war. Grüße, Snens. Falls du das siehst. Was hast du da gebaut, Bro? Was hast du gebaut? Da ist noch ein Gebäude. Okay, wir schauen hier mal rein. Aha, aha, aha. Hier steht nichts. Okay, kaputtes Shipwreck. Interessant. Fliegen wir zurück zu den anderen beiden Häusern hier. Die sind nämlich, glaube ich, dann noch umgezogen. Richtig, hier ist Fave wieder. Ja, ja, mit seinem Granitdach. Was ist das da hinten? Ja, eine Mini... Ah, das ist eine Schildkrötenfarm. Okay. Ja, aber das war tatsächlich noch nicht alles. Es gibt noch ein bisschen was, was man sich angucken kann. Denn bei meiner Base hier auf der anderen Seite gibt es hier noch einen ganz tollen Eingang. Wuhu. Der in den Nether führt. Loading, loading, loading. Hier ist der gute alte Respawn-Anker. Ich düse ein bisschen mit Soulspeed. Hier geht's zu den anderen, die ihr schon gesehen habt. Keine Ahnung, wie ich nochmal zu Junosch komme. Müsste ich nachschauen. Keinen einzigen blassen Schimmer. Und hier ist Paul, der auch schon im Minecraft Skyblock Randomizer war. Wuhu! Seine kleine Crib mit den Häusern in der Wand. Auch Schnieke. Und soweit war es das, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin fucking blind. Das ist ja direkt hier. Wie habe ich das nicht gesehen? Keine Ahnung. What? Was zur Hölle habe ich hier gefunden? Ich war gerade auf der Suche nach was komplett anderem und habe einfach eine Base gefunden? What? Warte mal. Ich war gerade auf der Suche nach was ganz anderem. Aber was habe ich denn? Was zur Hölle? Hä? Okay. Also scheinbar ist bei... Aber scheinbar ist bei minus 10.000 eine Base. Naja, wie dem auch sei, war das, glaube ich, alles. Ich habe leider keine Ahnung, wo Junosch sich befindet, auch nach Suchen. Keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Server. Das hier zu sehen, weckt bestimmt noch einige Erinnerungen. Jetzt gab es einen großen Zeitsprung tatsächlich, über ein Jahr, glaube ich, sogar. Seitdem gab es kein Minecraft-Server-Projekt mehr, außer die Floating Island Speedruns. Aber diese Welten gibt es natürlich nicht mehr, weil, keine Ahnung, zum einen war da eh nichts Besonderes, zum anderen gab es ja wieder aktuelles Projekt. Wir sind hier auf dem Schachbrett von Minecraft. Boom! Manche erinnern sich vielleicht noch, das war ja Ende letzten Jahres. Hat das Projekt begonnen, Anfang dieses Jahres hat es aufgehört, nachdem ich kläglich, hier müsste das gewesen sein, an Fallschaden gestorben sind. Wir hatten hier die tolle Schachburg. Hier hatten wir den eigenen Ozean. Hier hatten wir unsere kleinen Mini-Boote. Hier haben wir den Weihnachtsbaum abgebrannt. In Gedenken an den besten Weihnachtsbaum, lebt nicht mehr. Hier war das tolle kleine Feld, was mich letztendlich umgebracht hat. Hier hatten wir ein paar Häuser von Viewern. Hier hatten wir den Friedhof mit allen, die gestorben sind. Wir hatten Jubinio, wir hatten Isle of Face, wir hatten Toilettencleaner, wir hatten Chryso, wir hatten Wotan. Beide gestorben am selben Creeper, nebeneinander. Ah! Oh mein Gott, was? Jungs! Wir hatten Mini-Duckling. Wir hatten Leute, die wegen Hacking gebannt wurden. Wir hatten Milky Way. Wir hatten Cute Pommes Loop. Noch einen Hacker. Hier drüben ging es jedoch weiter. Ich bin einfach gestorben. Und Aron ist auch noch gestorben. Tatsächlich. Ja. Hier, schön mit meinen, was ist jetzt hier, meine Schuhe? Oh, habe ich jetzt kaputt gemacht?
Oh, ich war, glaube ich, meine Schuhe bestimmt. Keine Ahnung. Georg war hier um 464, Clan GRG. Für Junosch. Stimmt, Junosch war auch auf dem Server. Keine Ahnung, wo der mittlerweile hin ist. Hier sind die Bäume immer gewachsen. Hier war das Gemeindehaus. Der tolle Schneemann war hier. Hier war die Massentierhaltungs-Schaffarm. Und hier war auch ein witziger Moment zusammen mit Junosch. Rosen sind rot, Schafe sind bunt. Banjo ist der Chef im Bund. Bogtadron. Scharfe. Hier ist auch, guck mal hier und drüber. Bayo ist okay, Koll. Jonosch ist geil. Wer ist der Heisere von den beiden? Ganz wilde Rhymes auch an der Stelle. Hier im Gemeindehaus gab es auch einfach gute Momente. Hier war unser erstes Baum-Dings, mehr oder weniger. Unterhalb. Ah, hier habe ich immer Stein gefarmt. Und hier unten war das Nether-Portal. Im Nether war, glaube ich, nichts Besonderes. Der Enchanter, der zwischendurch mal abgebrannt ist, falls sich Leute erinnern, wie frustrierend das war. Und jetzt fliegen wir noch zum letzten Gebilde, glaube ich, weil Junosch, weiß ich nicht, der Mann verzieht sich immer, dann findet man den nicht. Hier war Dr. Gandalf, vielleicht kennen manche noch von Junosch oder generell hier aus den Streams. Oder aus dem Server, der gleich noch als letztes kommen wird. Da ist genau hier war noch der Spawnpunkt. Zusammen mit Paul sind wir auf diese Insel hier getuckert, haben es uns hier gemütlich gemacht und ich habe meine ersten beiden Herzen durch ein Skelett verloren. Dann viel mehr Schaden noch durch Kies, Silberfische, Feuer, es war alles dabei. Alles war dabei. Was mir eben noch eingefallen ist, hier ist einer der beiden MLG-Punkte gewesen, I guess, wo jemand ein MLG gemacht hat. I guess auch gestorben ist. Ein anderer müsste auch irgendwo hier hinten sein, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, zur Vollständigkeit natürlich. Hilfe. Auch doch die anderen beiden MLG-Versuche. Einer, der sogar erfolgreich war. Und der andere, der, naja, bisschen gestorben ist. Naja, dann war es das hier, glaube ich, auch. Und ich bin gespannt für das Ende und die letzte Welt. Denn da gibt's auch noch ein bisschen was. Ein paar Worte habe ich auch noch dazu zu sagen. Na, wenn ihr das seht, fällt euch dann ein, wo wir sind? Zusammen mit den tollen, wunderbaren Blättern. Richtig! Minecraft Basu. Wo ich immer wieder und immer weiter, und wieso ist hier eigentlich noch ein Baum oben drauf, immer weiter inaktiver wurde, nach einer Zeit, dann generell nicht mehr gestreamt habe. Aber es war einer der letzten Streams, glaube ich, generell so. Pablo ist auch mittlerweile weg. Naja, wir hatten unsere Kuhfarm hier. Hühnerfarm. Es war noch vieles geplant, was hätte passieren sollen. Wir haben hier natürlich wieder The Real Schlongio, Panios Banhammer, Benetrator und die Schmiamantenschmitzhacke, die keine mehr ist. Bennes Helm, Brustplatte, Hose und Schuhe. Dieses Konstrukt, was ich extra für den Viewer gebaut habe. Und natürlich meine tolle Mine, wo es jetzt gleich miese eskalieren wird, weil ich hier runterhüpfe, hui, weil einfach so hell ist durch das, Texture Pack, zack, 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 hier müsste der Enchanter sein mit dem tollen Basaltraum, oder ist es Basalt, oder ist es Deep Slate, das ist glaube ich Deep Slate, ne, der tolle Enchantraum, dann, wieso bin ich eigentlich im Survival Mode? Hier, keine Ahnung, ob hier jemals was hin sollte. Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir den Fuchs. Zack, hier ist das riesige Nether-Portal. Was macht er denn hier? Und wer ist er überhaupt? Zusammen hier mit ganz viel Feuer. Gehen wir rein. Und hier sieht man schon direkt Dr. Gandalf, Junosch, Banjo, Banjo. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie ich denn überhaupt zu den anderen Leuten komme. Hier hinten müsste, glaube ich, irgendwo ein Weg sein. Richtig. Ui, ich muss den Shader rausmachen. Keine Ahnung. Hallo? Okay. Hier war ein Dorf. Stimmt, die Dörfer sahen auch total cool aus. Genauso wie die Birkenwälder. Es war schon ein cooles Projekt, so derzeit, wo ich gespielt habe. Vor allem, weil diese World Gen mal was Neues war, so. Vom Ding her. Es war einfach mal was Neues. Hier unten ist zum Beispiel ein Portal und da hinten auch. Gehen wir mal hier rein und schauen, wer das ist. Hier haben wir bestimmt...
Ich weiß zwar nicht mehr genau, wer hier war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an das Haus hier, was in diesem Berg war. Was zum Fick ist hier passiert? Hier war ich auch oft, bin ich mir recht sicher. Stimmt, hier habe ich immer verzaubert. Okay, der Enchanter ist einfach weg. Keine Ahnung, was da passiert ist und falsch gelaufen. I don't know. Hier ist wieder mein Portal. Dann gehen wir, würde ich sagen, mal hier rein. Bei der nächsten Person. Stein, Essen. Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich. In dem Berg auch wieder gebaut. Ah, ja, ja, kann ich auch noch gut dran erinnern. Hier waren die Pferde, haben die Namen. Stimmt, die habe ich da damals angeleint sogar. Damals gab es ja auch die Cherry Groves, bevor es die überhaupt jetzt gibt. Zwar nicht so krass, wie sie jetzt implementiert wurden, aber ist hier eigentlich irgendwas drin? Nein. So, dann wäre hier das nächste Portal. Wir sind hier bei... Bei... Ups. Was zur Hölle ist hier passiert? Wieso habe ich das Portal zerschlagen? Missklick. Krass. Also, das kannte ich ja alles noch gar nicht. Das ist alles nach meiner Zeit passiert. Und ich glaube, das ist das... Okay, nochmal Blitz. Das ist das Dr. Gandalf-Ding hier. Okay, okay. Sehr, sehr krass, sehr krass. Hinten, was ist hier? Ein riesiger Netherwarzen-Farm. Okay, okay. Stark. Okay, okay. Einfach Schafe. Nicht jeder Farbe. Villager-Farm, Eisen-Farm. Auf ganz normal. Hier ist unten nochmal einfach gefühlt ein Kerker. Okay, ist es legit ein Kerker? Hier hängen Köpfe. Sehr brutal von ihm. Sehr brutal. So, das oben kenne ich noch alles. Das meiste zumindest. Ja, genau, das riesige Haus. Das hier, diese Farm, kenne ich tatsächlich nicht mehr und auch nicht die Kirche, die hier ist. Bleibt nur noch ein was übrig. Dieses eine Etwas ist Junosch. So, der müsste, glaube ich, hier hinten sein. Yep. Mal schauen, wie weit wir noch gekommen sind hier. Ich kenne das alles gar nicht mehr. Und es ist echt krass, was Junosch hier noch hinbekommen hat teilweise. Diese Wüste gehört Junosch. Wir sind hier bei dem Boot. Das habe ich teilweise noch gesehen. Diesen Kran maybe auch noch. Sau nice geworden. Muss man den auch einfach mal beiden, die wir uns gerade noch angeschaut haben, sehr Props geben, dass die überhaupt noch so lange hier waren. Hier einfach Elixiersammler von Clash of Clans einfach. Ne, keine Ahnung. Wildes Gebäude. Funny Idee. Das ist auch sau cool. Also wild, was Junosch da teilweise noch alles gewerkelt hat. In meiner Abstinenz. Besonders cool natürlich. Die Röhre mit der Piranha-Pflanze. Ha, Super Mario einfach gefühlt als Ding. Ah, Dr. Gandalfs Grundstück. Gandalf Avenue 1. Gandalf Avenue Monument Circle. Das Monument hier war auch nice. Ja, die Straße war auch in Arbeit. Wir sind hier bei der 700 Main Street. Banjo Grundstück, 700 Main Street. Hier ist einfach... Ups, oh Gott, so ein Ding. Keine Ahnung, ob ich das hier hingebaut habe. Zumindest könnte ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ansonsten sehr stark auch, was Junosch hier noch fabriziert hat. Natürlich, das UFO, wo ich ab und zu ein bisschen zu Junosch hochgeschossen habe. Oder weiß ich was, ob das jetzt ein UFO sein sollte oder keine Ahnung. Ist ja auch scheinbar fast fertig geworden, hat nur noch Glas gefehlt. Und halt in eine Richtung, falls überhaupt. Was ja über meine Avenue scheinbar ist, aha. Natürlich, wäre safe mal wieder funny, entweder hier weiterzumachen oder auf einer neuen Version, falls es dieses World Generation Plugin da auch gibt, I don't know. Es ist auf jeden Fall ja, sehr viel Zeit mittlerweile vergangen. Neue Version ist ja auch wieder draußen. Keine Ahnung. Vielleicht, wird es irgendwann nochmal so etwas geben. I don't know. Vielleicht wird es bald wieder Minecraft Boom geben. Ich muss das alles noch herausfinden. Naja. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, dass wir Minecraft Basu gestreamt haben. Ich hoffe, euch hat der kleine Rückblick gefallen auf die Minecraft-Projekte und vielleicht sehen wir uns bald. Kann noch nicht genau sagen, wann. Aber vielleicht sehen wir uns bald bei einem neuen Projekt. Like und Abo nicht vergessen. Gerne einen Kommentar schreiben, was eure Meinung ist, ob ihr euch ein neues Projekt wünscht, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.
Ah!